Das ist also keine Methode, die jetzt in den Büchern von Esther Hicks zu finden ist oder in sonstigen Publikationen. Und das ist ja das Geniale, dass dieser Brief auf der Freude basiert. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen, nicht nur was das Geld angeht, sondern auch Dinge zu tun, die mir Freude machen, mich darauf zu fokussieren. Ich glaube an diesen Brief, ja. Ich halte den für echt sensationell, nicht nur, weil es jemand anderer so erfolgreich angewendet hat, sondern weil ich selbst gespürt habe, der macht mich echt frei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie. Wir testen die besten Geldmanifestationsmethoden. Mit dabei natürlich heute wieder Susanna Belloni. Grüß dich, Susanna. Hallo Martin, freut mich auch. Ja, auf der Suche nach den erfolgsversprechendsten Methoden, nach den Techniken, die wir denken, dass Menschen weiterhelfen, die behilflich sein können, sind wir auf den Dankesbrief von Esther und Abraham Hicks gestoßen. Für den wir 7 Tage lang getestet haben und der erstaunliche Ergebnisse geliefert hat. Mehr dazu erfahrt ihr gleich später im Video, also dranbleiben. Zuerst, Susanna, die Bühne gehört dir. Stell doch kurz vor, was diese Methode auf sich hat und wie dieser Brief funktioniert. Ja, ich muss gleich mal zuerst klarstellen, die Methode ist nicht ganz direkt von Abraham Esther Hicks, sondern ich habe die in einem Video entdeckt, wo einer ihrer Schüler, Fans, Teilnehmer vom Seminar, die vorgestellt hat und gemeint hat, die hat er so nach dem, was er von ihr gelernt hat, entwickelt. Und sie hat es dann in diesem Gespräch mit ihm zusammen noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Das ist also keine Methode, die jetzt in den Büchern von Esther Hicks zu finden ist oder in sonstigen Publikationen, Videos oder so etwas, sondern die habe ich tatsächlich aus diesem Gespräch herausgenommen. Und das ist mir vor ungefähr einem Jahr untergekommen und ich habe allein durch das Zuhören von diesem Testimonial, nennt man das, also von diesem Erfahrungsbericht, gleich etwas Tolles manifestiert und bin da gleich mitgerissen worden von dieser Stimmung. Und ja, im Zuge unseres Projekts ist mir das wieder eingefallen. Ich sollte das doch mal ausprobieren für mich. Genial. Ja, ich habe das, ja eben, so entsteht das. Also nicht immer muss alles so vom Urautor herkommen. Wir sind alle Mitarbeiter und jeder bringt dann noch seinen Teil dazu. Und ich habe das Ganze getauft, der Dankesbrief aus der Zukunft. Und das ist eigentlich ganz einfach. Du schreibst einen Brief, als ob deine Wünsche bereits in Erfüllung gegangen sind und bedankst dich dafür. Also es geht darum, in diesen Spaß zu kommen, in diese Freude, in dieses Gefühl, das ist schon da und das noch mit ganz viel Dankbarkeit und ja, vielleicht auch Enthusiasmus zu spicken. Ja, der Brief ist relativ schnell geschrieben. Wie ist dir dabei gegangen, Martin? Ja, ich erstmal danke für die kurze Erläuterung. Ich finde es auch genial, dass man immer mal wieder so kleine Juwelen irgendwo aufgreift, auf die man gar nicht gefasst war, die einfach so aus dem Universum aufpoppen. Und so ging es mir auch dabei. Ich habe mich mit dem Brief oder mit so einer Art von Brief schon mal beschäftigt, aber so in der Art noch gar nicht. Und was ich toll, was ich super fand, ist, dass man aus der Freude heraus den Brief schreibt, dass man sich auch beschäftigt schon damit, was einem heute gut tut, was befasse ich mich, was mich glücklich macht und das Ganze dann potenziert, verstärkt in die Zukunft überträgt und sagt, wenn ich heute schon glücklich bin für die und die Dinge, zum Beispiel jetzt mit von ein bisschen Geld, 100 Euro, dann kann ich vielleicht in Zukunft mit 100.000 Euro noch glücklicher werden und noch mehr projizieren und fantasieren, was dann da alles möglich ist. Also das fand ich sehr spannend und dann auch diese Bestätigung zu bekommen, praktisch von meinem Ich in der Zukunft, dass diese Dinge schon eingetroffen sind, dass ich das Geld schon habe, wir reden ja hier vom Geld und was denn alles, was ich mir dadurch alles leisten konnte, welche Freiheiten ich dadurch habe, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben haben. Das fand ich sehr spitze. Hat es dich auch ein wenig an
den Brief ans Christkind erinnert, den wir als Kinder schrieben. Halt ja, ein bisschen in einer anderen Form, aber im Prinzip ging es darum, was wünschst du dir? Schreib mal hin. Ne? Genau, wie so ein Wunschzettel. Genau, wie ein Wunschzettel, aber persönlicher, weil man sich ja doch auf seine eigenen Dinge bezieht und das, was einen glücklich macht und nicht unbedingt auf das Materielle. Beim Wunschzettel waren es ja meistens irgendwelche Dinge, die man haben wollte. Jetzt geht es ja ums Geld und was auch dahinter steckt. Das fand ich sehr spannend. Also mir hat an dieser Methode extrem gut gefallen, dass ich wirklich viel Spaß dabei hatte. Also ich musste mich nicht anstrengen oder konzentrieren, das Gefühl zu finden, wie bei anderen Methoden, sondern das kam automatisch. Also irgendwann, am Anfang war es noch ein bisschen langsam, aber irgendwann kommst du einfach in diesen Modus hinein, in diesen Pippi-Langstrumpf-Modus. Ich mache mir jetzt die Welt so wieder, wie sie mir gefällt. Ja? Jetzt wünsche ich mal drauf los. Und irgendwann kriegst du riesig Spaß dabei. Und natürlich fällt dann noch das eine oder andere ein und dann wird der immer länger und länger. Das darf ja sein. Du hast ihn ja auch angepasst regelmäßig, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ihn ja nur einmal geschrieben und bin dann eigentlich an 99% festgehalten, an dem, was ich zu Beginn geschrieben habe, und dachte mir, gut, mit dem mache ich jetzt mal was und schau mal, was passiert. Und du hast ihn ja ergänzt und das finde ich auch eine super Option, eine gute Herangehensweise, dass man sich, dass er nicht fest sein muss, sondern er kann man ja ständig weiterentwickeln. Ja, vor allem hat mir sehr gut gefallen, dass ich damit etwaige hinderliche Glaubenssätze umgehen konnte. Ich konnte nämlich dann auch noch andere Dinge dazu schreiben. Also ich möchte nicht hart arbeiten, oder ich möchte, dass das Geld leicht zu mir kommt. Ich möchte nicht hart arbeiten dafür. Ich muss natürlich positiv formulieren, das ist klar. Also, dass es leicht zu mir kommt. Ich möchte, dass es anderen auch Freude bereitet, dass ich so viel Geld habe und so weiter. Also all diese Befürchtungen, die man oft hat, wenn man daran denkt, viel Geld zu bekommen, die kann man dann auch umkehren in Wünsche und in diesen Brief dazu schreiben. Und das fand ich so schlau. Also das war mein großes Aha-Erlebnis bei dem, dass ich mal selbst diesen Brief geschrieben habe. Und das finde ich auch nach wie vor einen absoluten USP. Also da ist diese Technik wirklich spitze. Ist ja. Dir noch irgendwas Tolles aufgefallen bei der Technik an und für sich? An sich fand ich, dass sie einfach gute Laune produziert hat, weil ich eben schon diese Bestätigung, dieses Go bekommen habe von der Zukunft, von meinem Ich, dass ich gesagt habe, okay, in die Richtung, da geht's, es fühlt sich gut an. Wie du gesagt hast, die Glaubenssätze werden dadurch auch umgangen, dass ich mit den Zweifeln, die Sorgen, die wir alle in uns tragen, dass ich sage, hey, es ist eigentlich schon eingetroffen und es geht jetzt einfach mal den Weg zu gehen, und das Geld an sich hat ja nicht diese Anziehungskraft, nur wenn ich jetzt das Bündel an Papiergeld betrachte, sondern es geht ja darum, wie du es auch beschrieben hast, was kann ich damit machen, ich erfülle mir meine Wünsche, ich helfe den anderen Menschen weiter, ich investiere weiter in mich, und das finde ich genial, das hat eine ganz andere Energie dann und das bringt einen dann auch weiter, und wenn ich mal im Tief bin, dann schaue ich mir den Brief an und oh, okay, ist ja schon alles da, gut. Weiter geht's. Was ist mit dir? Ja. Was die Ergebnisse angeht, hast du schon irgendwie was feststellen können? Also ich habe ja in meinem Brief alles Mögliche reingepappt, also angefangen von Auto, Haus und so weiter, aber auch, dass ich mehr Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal haben möchte. Ich verrate jetzt nicht die Zahl, aber das hat auf jeden Fall geklappt, ne? Und du hast mir auch eine tolle Erfolgsgeschichte erzählt diese Woche, wo ich sage, das glaube ich war der Brief. Ich glaube an diesen Brief. Ja, ich halte den für echt sensationell, nicht nur weil es jemand anderer so erfolgreich angewendet hat, sondern weil ich selbst gespürt habe, der macht mich echt frei. Ja, also Martin, erzähl mal. Ja, ich fasse mich kurz. Also ich habe einen enormen Betrag an Geld manifestiert über diesen Brief, und irgendwann kam noch ein Brief, ein normaler Brief von meiner Bank, da ging es darum, die Datenschutzerklärung zu akzeptieren mit einer bestimmten Frist, die habe ich zum Glück eingehalten,
sonst wäre mein Konto gesperrt worden. Also habe ich doch gesagt, gut, ein Konto mehr oder weniger macht es auch nicht aus. Die Kontoführungsgebühren sind kostenlos. Ich gehe drauf, ich schaue mal, was passiert. Gehe rein und sage mir, ah, eigentlich ist kein Geld mehr da, aber ich schaue trotzdem mal meinen Kontostand an. Und was war da? 1000 Euro. Und ein paar zerquetschte. Habe ich gefunden. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich weiß nicht, wer die mir überwiesen hat. Ich weiß nicht, warum ich das Geld auch noch draufgelassen habe, weil ich habe das Konto eigentlich abgeschrieben. Ich brauche das gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren 1000 Euro da, die ich so durch meine geniale Manifestationskünste erschaffen habe und mit dem Betrag ich mir jetzt wieder neue Dinge erleichtern kann. Und das ist genial. Dieser Betrag hat mir gefehlt, um eine Investition zu tätigen. Und das ist einfach wunderbar. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das ist nämlich sehr häufig so beim Geld manifestieren, dass das Geld nicht unbedingt neu sein muss, sondern dass das auch oft passiert, dass das eigentlich schon die ganze Zeit da war, wir nur nicht gesehen haben. Das Gleiche ist mir auch vor einigen Jahren mal passiert. Da hatte ich allerdings sogar 60.000 Euro manifestiert. Das war eingefrorenes Geld, dachte ich. Und ich habe einfach nur erfahren, dass ich es rausnehmen kann und verwenden kann, wie ich möchte. Ja, also auch so kann Manifestation aussehen. Ich habe jetzt einfach mehr Geld zur Verfügung. Das ist das Endergebnis. Um das geht's. Du hast mehr Geld zur Verfügung und du hast auch noch ein paar Verbesserungsschläge. Vorschläge. keine Schläge. Tipps, keine Schläge. Ja, also ich denke, dass das zum Beispiel für viele schwierig ist, wie es mir auch ergangen ist, anzufangen. Ja, also sich wirklich frei zu wünschen. Und dazu habe ich mir ganz oben einen Satz von Esther Hicks notiert, der lautet: Du kannst alles haben, sein und tun, was du möchtest. Und ich habe mir zuerst diesen Satz eindringlich da durchgelesen und nochmal durchgedacht. Und dann ging es einfach leichter. Ja, wirklich groß und schön und toll zu träumen und das auch aufzuschreiben. Und der zweite Tipp, den ich auch noch geben möchte, ist, wenn man das so wie wir sich vornimmt, morgens und abends zu machen, macht doch auf einem Kalender oder in der Agenda 2 Kästchen jeden Tag und jedes Mal, wenn du den Brief gelesen hast, hake es ab. Erledigt. Dann, sagt Esther Hicks immer. Ja. Super. Du hast auch noch einen Tipp für uns? Ja, ich habe einen und einen zweiten vielleicht noch. Zuallererst geht es ja darum, dass wir manifestieren ja Geld. Wir wollen uns mal Geld manifestieren, auch Beträge, die wir vielleicht nicht so sehr uns vorstellen können. Und da fällt es mir leichter, wenn man sich mit Personen, mit Berühmtheiten, mit Vorbildern sich identifiziert, die schon diesen Betrag erreicht haben, die sich den schon manifestiert haben, die sich den schon, ja, durch ihr Leben erwirkt haben. Und wenn ich dann mich zum Beispiel jetzt mit einer reichen Person identifiziere, dann fällt es mir auch leichter, mir diesen Geldbetrag vorzustellen, weil ich auch weiß, was derjenige schon alles erschaffen hat. Wenn wir jetzt von Menschen ausgehen, die auch philanthropisch unterwegs sind, dann kann ich mir auch sagen, gut, damit kann ich der Menschheit dienen, damit kann ich was Sinnvolles anstellen. Und das andere, was ich auch noch sagen wollte zum Thema Geld, ist, dass wenn ich mir die Fragen stelle, was ich mit dem Geld alles machen kann, dass ich nicht nur alleine an das Geld denke, sondern dadurch, dass ich den Brief schreibe, ist es ja eigentlich automatisch, dass ich in die Fantasie gehe und mir ausmale, was das Geld mir alles bringt, was ich mit dem Geld alles, super, super Dinge, die ich mir leisten kann, andere Menschen bereichern kann und so weiter und so fort. Also da geht es wirklich, der Fantasie freien Lauf zu lassen und dem Geld einen Sinn dahinter zu geben, einen Anker zu setzen mit bestimmten Dingen, die ich haben möchte. Ich glaube, wir sind am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Ich möchte noch kurz einen Ausblick geben, wie es weitergeht in Zukunft, denn es hört ja nicht auf, es geht weiter mit dem dritten Teil. Und darum, bei dem geht es um die Traumzielmeditation von Bob Proctor. Inspiriert von Bob Proctor, übersetzt ins Deutsche und gestaltet auf meine Art. Also ihr bekommt einen Link in dem Video, vielleicht schon hier in diesem Video, erfahrt ihr, wie ihr zu dieser Traumzielmeditation kommt. Und dann geht es wieder darum, die 7 Tage zu testen und wir verkünden dann wieder unsere Rückmeldungen, unsere Erfahrungen. Ja,
Und ich werde noch eine weibliche Version von dieser Meditation auch produzieren und auf meinem Kanal veröffentlichen. Wer es lieber mit einer weiblichen Stimme hat, dachte ich mal, vielleicht, ich glaube, ich werde auch noch die Einstimmung ein wenig abändern, auch so wieder mal zu meinem eigenen Ding machen. Ich bin nicht so ein Bob Proctor-Spezialist wie du, das muss mir auch mal gesagt werden. Wenn wer Bob Proctor gut kennt, dann ist das Martin Zimmermann. Der hat sich da jahrelang damit beschäftigt und etliche Programme von Bob Proctor durchlaufen. Und ja, da bin ich schon mal gespannt, weil den kenne ich nicht so gut. Also bin ich schon neugierig. Das heißt, wir werden jetzt 7 Tage lang jeden Abend, nehme ich an, oder mal untertags, wenn man Nickerchen macht oder wie auch immer, die Meditation hören und mal schauen, was sich da ändert, was sich da tut und vor allem, wie viel Geld wir damit manifestieren. Genau. Am besten ausprobieren, wann es die beste Zeit für dich ist, diese Meditation, die Übungen zu machen, die wir weitergeben. Gerne auch kommentieren, was du für Ergebnisse dadurch erzielt hast. Das wird uns sehr interessieren. Wir sind da gespannt drauf. Und auch ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like drunter setzen, Susannas oder meinen Kanal abonnieren und ja, einfach beim nächsten Mal wieder reinschauen. Ich freue mich drauf und bedanke mich fürs Zuschauen und danke für den super Austausch, Susanna. Ja, danke dir, Martin. Und ich freue mich natürlich auch auf Erfahrungsberichte von dieser Esther Hicks-Technik, dieser Brief aus der Zukunft. Also wenn du den ausprobiert hast und tolle Erlebnisse damit hattest oder Gedanken oder noch Verbesserungsvorschläge, benutze gerne das Kommentarfeld und schreib uns. Wir freuen uns. Und ja, bin schon gespannt, wie es weitergeht mit Bob Proctor nächste Woche. So long, Martin. Danke, Susanna. Bis zum nächsten Mal. Danke Wir sehen Zuschauen. Uns. Ciao. Ciao.